Dürr. Da musste ich mich echt nochmal hinsetzen und noch einen Text gegen dich verfassen. Alter. Dürr. AHMED. Letztes Jahr wurde ich gefickt auf diesem Weg. Kein Problem, ich zeig euch, wie man richtig disst auf diesem Weg. Diese ganze Battle-Scheiße wollte ich nicht mehr aus Prinzip. Und warum? Weil Julian außer Klicks nichts mehr sieht. Und dass du anfängst zu rappen, finde ich dreist, mal. Keine Sorge, bring Rap dahin zurück, wo er mal tight war. Zu der Zeit, wo du noch nicht am Mic warst. Ja, es ist verwirrend, alle denken, dass es Streit gab zwischen uns, doch ich sage mal nein. Denn hätte ich ja gesagt, wüsste ich, dass du Spatten dann weinst. Weil du kleine Diva Angst hast, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Und was, hä? Dass du in Wahrheit krass Klicks kaufst. Analyse, ja, du bist hier wahrlich gefickt drauf. Scheiß mal auf dein Battle, mach hier Ansicht nun Hit draus. Lad es hoch oder lass es sein. Und kannst du darüber nicht lachen, ja, dann lass es schneien. Hey! Julian, bitte, bitte sei nicht grob zu mir. Ich stand hinter dir, egal was du produzierst. Doch du machst nur Freund, weil du ein Nachbar brauchst. Damit dir keiner auf die Schliche kommt, du Nazi-Sau. Julian, bitte, bitte sei nicht grob zu mir. Ich stand hinter dir, egal was du produzierst. Und diese Freundschaft kannst dir in deinen Arsch stecken. Keiner will mit dir chillen, jeder will dich abstechen. Du denkst, du bist immer noch Frauen unterdrückend. Dass ich nicht lache, du gehst dauernd gebückt, denn du wirst in den Arsch gefickt von jedem Rapper Deutschlands. Hoffst auf Sex und schließt mit elfjährigen Freundschaft. In deinem letzten Track redest du ständig davon, dass du nur bei Minderjährigen den Ständer bekommst. Ziemlich kranker Scheiß, wenn man mich fragt, was der Julian nicht so alles für ein paar Klicks macht. Die Bewertung ist dem Scheiß egal, Hauptsache das Geld fließt. Egal wie es seine Fans oder die BPJM sieht. Merkst du gar nicht, dass du immer mehr zum Opfer wirst? Egal wer was sagt, du ist mit schwarzen Humor kontern wirst. Schäm dich, kleiner Bengel, weil du denkst, dass du Boss wärst. Zieh weiter Nasen und schieb Filme, sock share. Nehm ich noch ne Zeile, die dich damals gefickt hat. Ja, ich geh essen und gib mir Spargel auf Pizza. Julian, bitte, bitte sei nicht grob zu mir. Ich stand hinter dir, egal was du produzierst. Doch du machst nur Freund, weil du ein Nachbar brauchst. Damit dir keiner auf die Schliche kommt, du Nazi-Sau. Julian, bitte, bitte sei nicht grob zu mir. Ich stand hinter dir, egal was du produzierst. Diese Freundschaft kannst dir in deinen Arsch stecken. Keiner will mit dir chillen, jeder will dich abstechen. So, das war meine Qualifikation für das JBB 2013. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, dass ihr wisst, dass dieser Inhalt nicht ernst gemeint ist, weil Rap ist Competition und das ist ein Battle. Oder was sagst du dazu? Ja, der Ahmed hat mich gefragt, ob er dieses Jahr wieder mitmachen darf. Und ich habe freundschaftlich gesagt, dass er mich am Arsch lecken kann. Und da ist er.